Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Velocet-Zock-Kanal zu einer weiteren Folge NBA 2K24. Und wir sind hier in Saison Nummer 3, heute bei der Opening Night. Und ihr kennt es bei mir, ne? Traditionell bedeutet Opening Night viel zocken. Und wir werden gleich mal gegen die Denver Nuggets spielen, was, denke ich, ein geiles Matchup ist. Gegen Jamal Murray, gegen Simon Babaka, gegen Christian Brown, Aaron Gordon und Nikola Jokic. Bei uns hier Stephen Curry, Klay Thompson, Jonathan Kuminga, Draymond Green und Alperen Sengün. Bedeutet eben auch, dass hier gleich mal Sengün von Anfang an mit dabei ist, ne? Gehen wir rein. Ich habe auf jeden Fall Bock, mit dieser Truppe hier zu zocken. Wir müssen besser werden, wir müssen steigern im Vergleich zur letzten Saison und müssen irgendwie gucken, dass wir in diesem Jahr nochmal ein bisschen konkurrenzfähiger sind, ne? Ob das dann so funktioniert oder nicht, werden wir dann rausfinden. Und jetzt hier erstmal der Tipp auf und die gewinnt Sengün direkt mal. Sehr schön. Stark gemacht von Sengün. Und jetzt haben wir Stephen Curry. Sengün mit dem Screen. Curry mit dem Fake. Gibt den da ab. Sengün gibt den auch noch erstmal nochmal weg. Und Curry, na. Stephen Curry macht ihn rein stark. Dann doch gut durchgesetzt hier, ne, gegen Jamal Murray. Murray im Ballbesitz. Jamal Murray mit dem Drive. Curry stört da aber richtig gut. Und Sengün holt sich gleich mal den ersten Rebound. Jetzt haben wir Jonathan Kuminga. Draymond Green. Klay Thompson, der Fake. Jetzt haben wir Sengün. Das ist das Mismatch. Ja, das sollte er schon nutzen jetzt hier gegen Murray, ne? Geht da in den Post. Macht den nicht rein. Boah, das ist gerade ein bisschen enttäuschend. Weil solche Dinger, die musst du natürlich eigentlich reinmachen. Ah, jetzt Murray. Und das ist auch high contested hier. Sengün holt sich den nächsten Rebound. Jetzt haben wir Kuminga. Klay Thompson. Kuminga. Gegen Murray. Eigentlich ist das kein schlechtes Mismatch, ne? Wenn wir ihn da aufposten lassen. Nochmal rübergespielt. Kuminga. Macht ihn auch nicht rein. Also Jamal Murray gegen körperlich stärkere macht er das mehrmals gut, ne? Sowohl gegen Kuminga als auch gegen Sengün hat er da jeweils den einfachen Bucket verhindert und dann macht er hier diesen Ball rein. Okay. Jamal Murray hat Bock. Der Screen von Draymond, jetzt hier Stephen Curry. Wilder Sting, was da aber dann nicht reingeht leider. Das war dann doch ein Spin hier und da zu viel. Jokic nimmt den Dreier. Jokic trifft den Dreier. Zwei Dreier hintereinander von den Nuggets. Sind hier also gleich mal on fire hier, ne? Stephen Curry. Ja, schwierig. Ah, der Screen ist gar nicht mal so schlecht, aber der Wurf ist eine Katastrophe. Nikola Jokic jetzt hier. Murray. Aaron Gordon. Ach, Draymond Green leider mit einem Foul hier gegen Aaron Gordon. Aber es sind auch so ein bisschen natürlich auch zwei Generationen hier, die hier aufeinandertreffen, ne? Die eine Generation komplett in ihrer Prime. Er ist nicht drin. Und bei der anderen Generation muss man ja wirklich sagen, ja, die, sag ich mal, wichtigsten Spieler, die Leader und Co. sind alle schon über 30. Oh, der Fake war nicht so schlecht. Stephen Curry. Macht er den leider nicht, ne? Also schaffst du es, dass den Spieler da, also dass du ihm den Fake anhängst und trotzdem machst du ihn dann nicht rein. Murray macht den auch nicht. Sengün Rebound Nummer 4. Und jetzt haben wir Jonathan Kuminga. Denver mit einem Foul durch Christian Brown. Curry hat den. Stephen Curry, ja, macht das eigentlich gar nicht mal so übel und wird dann gefoult. Wird dann hart gefoult von Jamal Murray. Stephen Curry kann jetzt hier an die Freiwurflinie gehen. Na, den macht er. Stephen Curry macht doch den zweiten wichtig. Stephen Curry macht doch den zweiten. Ne? Ich will auch in dieser Regular Season, ähnlich wie in der letzten, auf jeden Fall auch mehr zocken. Ne?
Weil ich muss mit dem Team besser und besser und besser werden, dass wir auch hier vielleicht nochmal einen schönen Run starten können. Nikola Jokic. Fadeaway, komplett frei, macht er nicht rein. Sengin holt sich Rebound Nummer 5. Und Kuminga. Draymond Green. Ach, der Ball geht sogar zu Curry noch irgendwie. Das ist eigentlich genial dann, ne? Oh, Clay kriegt den. Clay macht den Layup nicht rein. Schade, das war eigentlich ein guter Pass von Draymond Green. Auch wenn der dann nicht reingeht. Jetzt hat Babaka den. Babaka macht ihn nicht rein. Green holt sich den Rebound. Curry, Clay Thompson. Sengin mit dem Screen. Thompson mit dem Midranger, der leider nicht drin ist. Jetzt haben wir hier Babaka. Ja, nochmal auf Jokic abgegeben. Das ist gut, eigentlich ein guter Contest. Aber Curry und Thompson können wenig machen gegen Jokic. Stephen Curry. Der Screen war gut. Stephen Curry macht ihn nicht rein. Der zweite freie Dreier, den Stephen Curry nicht trifft, ne? Und jetzt hat Murray den. Der ist contested und den macht er nicht rein. Draymond holt sich den nächsten Rebound. Draymond, Curry. Der Screen kam. Midranger von Stephen. Auch der war frei, aber nicht drin. Also Stephen Curry hier wirklich mit Problemen. Jokic. Zwei schöne Handoffs eben gewesen, ne? Na, jetzt hier Nikola Jokic gegen Sengün. Der das gut verteidigt hat, sich den nächsten Rebound holt. Sengün mit dem Screen, ja. Und jetzt hat Stephen Curry nochmal einen freien Dreier. Und irgendwann trifft er natürlich auch, ne? Auch wenn er ein bisschen hier gebraucht hat. Jetzt macht er mal endlich den Dreier rein. Stephen Curry. Jamal Murray hat eigentlich super viel Platz damit. Sogar den Dreier nehmen können. Ja, sie versuchen hier irgendwie zu switchen. Jokic gegen Sengün. Boah, was macht denn Jokic damit? Sengün, der hat ihn einmal komplett auseinandergenommen. Im europäischen Duell hier, ne? Na gut. Mal der Screen. Curry. Money. Geht doch. Stark. Stephen Curry, zweiter, drei hintereinander. Und Curry ist der einzige, der bis hierher gescored hat. Ne? Wir werden jetzt tatsächlich auch mal Bradley Beal reinholen. Und mit dem will ich natürlich auch zocken. Dafür ist ja die Opening Night, um auch gerade mit den ganzen Neuen zu spielen. Ne? Und jetzt hier Jokic gegen Sengün. Macht er rein, stark. Nikola Jokic gerade nicht zu stoppen, ne? Stephen Curry. Jonathan Kuminga jetzt vielleicht einmal mal mit Geschwindigkeit. Nope. Kann sich da nicht irgendwie durchpowern oder ähnliches. Jamal Murray gegen Sengün. Ja, jetzt haben sie das Mismatch. Nochmal gut gestört eigentlich, ne? Wir nehmen mal kurz eine Timeout, um eben auch Bradley Beal reinrotieren zu lassen. Ne? Wir brauchen auch dringend einen zweiten Scorer, ne? Weil Klay Thompson bisher noch nicht gescored. Was ist Klay? Keiner hat gescored, außer Stephen Curry bisher. Letzte Saison im Freiwurf war Stephen Curry der viertbeste in der Liga. Schröder auf der 5, der war ja auch mal kurz bei uns. Ne? Jetzt haben wir übrigens das Debüt unter anderem von Bradley Beal, der hier jetzt am Ball ist. Bradley Beal mit der Nummer 3 hier. Geht dann ins 1 gegen 1. Gegen Babaka ist es, glaube ich, Bradley Beal. Macht das eigentlich gar nicht mal so übel. Draymond jetzt hier, ne? Beal. Sengün, ja. Bradley Beal, okay. Erstmal an die Wurfmotion natürlich gewöhnen, ne? Der erste 3 war schon mal Trash. Stephen Curry gegen Murray. Ja, haben mir ein bisschen zu viel Platz gegeben. Das darf so natürlich nicht passieren. Curry jetzt am Ball. Sengün. Weitergespielt auf Draymond. Na, Beal hätte eigentlich den nehmen können. Bradley Beal.
macht ihn dann nicht rein. Schade. Versucht natürlich auch gleich mal den Stempel hier drauf zu drücken. Double Team jetzt hier mit Curry gegen Jokic. Und jetzt hier Murray nochmal abgeben auf Babaka. Das ist natürlich jetzt hier das Mega-Mismatch. Und super geblockt hier von Sengun, der ein gutes Debüt hier feiert. Und jetzt haben wir Bradley Beal. Ah, holt sich den Rebound leider auch nicht. 0 von 3 hier gestartet, Beal. Na super. Macht dann gleich Druck und dann ist hier ein Foul. Ja, Bradley Beal hier mit einem Foul, das ist durchaus okay, ne? Swift jetzt hier am Ball. Wirft den rein. Collins nimmt den. Collins trifft den nicht. Draymond Green, vielleicht hier Pick and Roll oder was? Bradley Beal macht ihn rein. Geht doch. Ja, Beal wollte hier endlich mal seinen Touch finden, ne? Der erste Spieler der Golden State Warriors, der nach knapp 6,5 Minuten Punkt macht und nicht Stephen Curry heißt. Ist schon wild. Der ist drinne. Gut gemacht hier vom MPJ, ne? Draymond Green. Sengün. Weiter auf Stephen Curry gespielt. Der Screen war gut. Und Bradley Beal macht ihn rein. Stark. War leider ein langer Midranger, muss man sagen. Ne? Trotz allem. Hier die nächsten Punkte hier für die Warriors und für Bradley Beal. Der bringt ein bisschen Scoring mit. Das ist, wird auch seine Aufgabe sein von der Bank aus. Ne? Da erwarte ich schon 20 Punkte plus, wenn er da schon die Second Unit anführen darf. Aber das ist gut gespielt. Auch gut geswitcht von Beal. Hat mir da auch gefallen. Ah, und den machen sie ihn nicht rein. Sengün hatte den. Und jetzt hier Beal. Kann da irgendwie die Handles halten. Gibt den nochmal ab. Und der Midranger von Bradley Beal ist drin. Stark. Dritter Bucket in Folge. Erst die ersten drei verworfen. Ne? Und jetzt macht er drei rein. Sehr schön. Und das brauchen wir halt auch von Bradley. Ne? Der Dreier. High contested. Nein, war überhaupt nicht contested. Sie haben im ersten Moment so, als wenn da vielleicht Beal noch ein bisschen contesten kann, aber war dann leider nicht der Fall. Und jetzt hier wird er gefoult, ja. Holt sich das Foul hier gegen Watson, ne? Macht den ersten rein, Bradley. Richtig. Und der zweite ist perfekt. 8 Punkte Bradley Beal. Kommt von der Bank, bringt direkt heißes Scoring mit, ne? Wobei, was heißt direkt? Das hat ein bisschen gedauert, ne? Die ersten drei waren nicht drin. Aber danach, nachdem er ein bisschen aufgetaut war, oh, Sengün geht da zu früh hoch und dann ist es mit Foul. Also Kuminga, dann ziehen halt die Arme weg, ne? Dann zieh halt Jokic die Arme weg, dass er auf den Boden klatscht, aber nicht so. Machen wir noch eine, ja, mal zwei Offensive noch und eine defensive Aktion. Bradley Beal. Bradley Beal hier. Ah. Und jetzt hier Draymond. Nochmal abgegeben. Sengün macht ihn nicht rein. Beim zweiten leider auch nicht. Schade. Dann müssen wir jetzt hier verteidigen gegen Swift unter anderem. Und der Steal von Bradley Beal. Stark. Starker Steal. Bradley Beal jetzt hier Stepback. Nimmt einen ganz wilden Wurf. Der geht dann auch leider nicht rein. Komm, machen wir noch eine defensive, eine offensive Aktion. Er ist nicht drin. Oh. Und jetzt hier Swift. Macht ihn auch nicht rein, dann ist er nochmal bei uns. Okay. Bradley Beal. Der Screen war nicht schlecht. Bradley Beal mit dem Dreier, stark. Also Bradley Beal bringt von der Bank gleich mal 11 Punkte. Überragend. Überragend hier. Komm, machen wir noch eine defensive, noch eine offensive Aktion. Dann haben wir fast das komplette erste Viertel rum. Und da ist jetzt hier nämlich nochmal Sengün mit einem richtig guten Block. Okay, Alperin Sengün. Einige Rebounds, zwei Blocks. Kann man mal machen. Und jetzt nochmal Bradley. Der hat den Ball jetzt hier. Alperin Sengün. Wird da auch weggeblockt. Okay. Wurde auch nochmal weggeblockt. Ah, shit. Ein Bucket kriegen wir noch hin. Komm. Dann haben wir das erste Viertel auch durch. Stephen Curry. Ah,
Ah, der Screen war nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Bradley Beal macht ihn leider nicht rein, okay. Dann leider nicht noch ein Bucket. Gucken wir mal, ob wir eine geile Crunch-Time kriegen. Wobei die Nuggets, ja doch, drittes Viertel kamen wir wieder zurück. Komm, 6 Minuten 21 zocken wir hier, ne? Beal 25 Punkte von der Bank aus, Curry 24, okay. Hat irgendjemand Foul Trouble? Nee, nicht wirklich bei uns. Und bei Ihnen Collins, okay. Gehen wir also rein hier. Draymond Green Guard auf der Center Position. Boah, das ist ja mal komplett gerade lost gewesen. Da war keiner mehr auf seiner Position. Und jetzt hier Bradley Beal. Bradley Beal kann den Ball abgeben. Draymond Green mit einem Midranger macht ihn leider nicht rein. Das hätte bitter, dass Green überhaupt nicht mehr werfen kann, gefühlt, ne? Oh, jetzt Jokic nimmt den Dreier. Jokic trifft den Dreier nicht. Jonathan Isaac jetzt hier am Ball. Oh, den Pass und das ist dann leider Foulspiel. Beziehungsweise war im Aus, meine ich natürlich. Die Idee von Draymond Green war gar nicht mal so schlecht, ne? Leider, leider, leider war der dann entsprechend schon im Aus hier, Bradley Beal. Können wir mal gucken, wen wir sonst noch so haben. Nungi könnte man auch noch mal reinholen. Und auf jeden Fall auch mal Moss, ne? Unser Rookie, den wollen wir auch spielen sehen. Ich meine, klar ist das nicht der allerkrasseste Mann, aber trotz allem. Ah, Draymond versucht da aggressiv zu sein. Draymond Green hat alles probiert und hat das gut gemacht. Hat das sehr gut gemacht. Jetzt haben wir Dings. Beal, jetzt nochmal Stephen Curry. Jonathan Isaac mit einem Screen. Stephen Curry. Nee, das klappt so nicht. Und das war gut verteidigt von Beal. Stark verteidigt von Bradley Beal. Und Beal versucht da vorbeizugehen. Macht das stark. 27 Punkte. Topscorer Bradley Beal hier, ne, bei den Golden State Warriors. 27 Punkte von der Bank. Man stelle sich mal vor, man hätte jemanden von der Bank, der immer ähnlich scoret, ne? Ich meine, klar, das kannst du nicht erwarten. Ach, den macht Jokic natürlich rein. Nehmen wir kurz eine Timeout hier, ne? Dass wir nochmal hier die paar Wechsel haben. Wobei auch klar ist, dass bald wieder Sengun reinkommt, ne? Oh, der Screen ist gut. Stephen Curry macht ihn nicht. Isaac hat den. Stephen Curry darf nochmal. Ja, macht ihn leider nicht rein. Schade. Zwei Versuche Stephen Curry, zweimal der Dreier nicht drin. Ist auch nicht sein allerbestes Spiel hier bisher. Gordon gegen Nungi. Brown und jetzt hier Isaac gegen Jokic. Das wird schwierig. Beziehungsweise das war einfach nicht mehr zu machen. Wir müssen gleich mal Sengun wieder reinholen, ne? Boah, Bradley Beal hier im Dribbling. Gibt den nochmal ab. Moss jetzt hier. Bisher noch ohne Punkte. Moss gibt den nochmal ab. Na? Viel Bewegung, aber nicht wirklich viel Produktives bei rumgekommen. Und jetzt hier vielleicht der Midranger von Bradley Beal. Stark. Überragend. 29 Punkte. Von der Bank, Bradley Beal. Der ist sowas von on fire. Aber warum lässt du Murray so frei werfen? Am Ende war da Jonathan Isaac, der ja stark gemacht hat. Und Bradley Beal denkt sich auch so, ich bin on fire. Na gut. Da war er leider brutaler Airball hier, ne? Das war nicht on fire, das war wirklich Kühlschrank gerade. Ach, Nungi mit dem Foul. Gibt auf jeden Fall hier die Freiwürfe für Nikola Jokic und die Denver Nuggets. Jetzt kommt auch wieder Sengun rein. Der hat übrigens 17 Rebounds bisher geholt, ne? Also Sengun, vielleicht kann er uns ja das geben, was Gobert uns hätte geben sollen, ne? Na, der Screen ist nicht schlecht. Curry nochmal abgegeben den Ball. Jonathan Isaac macht den nicht rein. Hm, schwierig. Murray. Ah, Murray versucht da durchzudriven, klappt nicht ganz. Sengun kommt da und blockt ihn. Sengun mit dem Block.
Und jetzt noch den Pass. Und jetzt hat hier Bradley Beal den Ball. Bradley Beal hat den und macht ihn einfach contested rein. Ist das stark. Ist das stark, was da gerade Bradley Beal gemacht hat. Auch natürlich Şengün hinten. Ne? Also das ist ein richtig gutes Debüt von beiden Neuzugängen. So will man das doch haben. Da hat er gerade ein bisschen geschlafen. Gerade noch gelobt. Ne? Gut, gegen Jokic muss man auch sagen. Also ganz ehrlich, Schemper, du kommst hier zum neuen Team und die erste Aufgabe, die du hast, ist gleich mal gegen Nikola Jokic. Ist auf jeden Fall mal schwierig. Ne? Der Screen war gut. Ah, der Wurf ist eine Katastrophe. Babaka. Aaron Gordon. Ach, konnte er leider nicht mehr stören. Beal, schade. Bradley Beal hat den. Geht jetzt hier ins 1 gegen 1 gegen Babaka. Ah, versucht es hier mit schönen Dribbling. Gibt den doch lieber ab. Stephen Curry. Nicht drinne. Nicht drinne. Schade. War eigentlich nicht so schlecht versucht. Stephen Curry hält da richtig rein, ne? Stark gemacht. Und jetzt hier, Jonathan Isaac. Spielt den Ball nochmal auf Bradley Beal. Jetzt haben wir hier den Screen. Stephen Curry, der irgendwie verletzt ist, interessant. Aber der Ball zu Bradley Beal und der macht ihn rein. Der macht ihn rein, aber was hat Stephen Curry, ist die Frage. TJ McConnell soll dann dafür reinkommen. Weil Curry ist verletzt. Ist ja auch nur ein Regular Season Game, also ob der da jetzt fit, ob wir das jetzt gewinnen oder nicht. Klar will ich es gewinnen, aber wenn es nicht klappt, ist jetzt auch nicht das Allerschlimmste. Hoffen wir nur, dass Curry nichts Schlimmes hat, ne? Vielleicht kann er als Passgeber fungieren. Moss macht ihn rein, and one. Moss mit einem and one in einer ganz, ganz wichtigen Phase der Partie. In einer ganz, ganz wichtigen Phase der Partie macht er den gerade einfach rein. Ah, den macht er dann nicht und Şengün war da schon nah dran an dem Rebound, ne? Aber holt den nicht. Und, oh, Foul, aber das war ein gutes Foul. Muss mal kurz hier was machen. Okay, Beal ist jetzt auf Point Guard, ist okay. Christian Brown macht den ersten rein. Gucken wir mal, wer den zweiten auch macht. Nee, macht er nicht. Und Şengün holt sich den. Und jetzt hier der Ball zu Klay Thompson. Oh, Klay mit einem bösen Turnover. Das darf nicht passieren. Der ist nicht drinne. Sie holen sich den aber. Und jetzt hat hier Jokic die Chance zum Dreier. Den er nicht nimmt. Den er nicht nimmt, den Dreier. Was ich interessant finde. Boah, was für ein Pass von Jamal Murray. Das haben sie so gut gespielt. Das haben sie so gut gespielt mit dem Fake, ne? Das war so überragend gespielt. Das war wirklich gerade hoher Basketball-IQ. Okay. Wer läuft sich frei? Ich glaube, es ist Klay. Ja, aber es wird so nichts. Timeout, 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 Timeout. Wir müssen die Timeout hier nehmen. Ne, klappt leider nicht. Leider wird er nicht zum Helm Bradley Beal. Er hat es versucht. Am Ende verlieren wir hier den Auftakt gegen Nikola Jokic und Co. Schade natürlich, aber es war ein Auftakt mit einigen interessanten Aspekten auf jeden Fall, ne? Wo man auf jeden Fall sagen kann, ja, hier haben wir schon mal ein bisschen was, ja, gesehen, was uns vielleicht in dieser Saison erwarten kann. Ein Alperen Şengün, der auf jeden Fall richtig, richtig viele Bretter geholt hat. Wenn man da auch mal nämlich raufguckt, Jokic hat übrigens 50 zum Auftakt gescored. Okay. Okay, er macht einfach 50, 10 und 4. 19 von 34, 5 von 11. Ja, okay. Ja, das ist dann noch schwierig, den Auftakt zu gewinnen, wenn Nikola Jokic so eskaliert, ne? Murray hier auch mit seinen 10 Assists natürlich richtig stark. Bradley Beal, 14 von 31, 4 von 13 Dreier, ne? Er bringt halt Scoring ohne Ende. Und das wollen wir ja auch haben von ihm, ne? Stephen Curry müssen wir gleich mal gucken, was er hat. Der hat sich nämlich verletzt. Ja, Şengün hier, 20 Rebounds, 3 Blocks, das ist wild.
Am Ende haben wir leider gegen die Nuggets verloren. Ah, übrigens fällt mir ein, das wollte ich euch gleich auch noch zeigen. Gehen wir mal kurz dahin. Erstmal gucken wir, was hat... Ach, gezerrte Hüfte bei Curry, Alter. Die Saison hat gerade angefangen und zack ist er verletzt. Und das wollte ich euch nämlich auch zeigen. Denn viel unglücklicher geht's nicht. Die New Orleans Pelicans, die haben ja Victor Sampson an der 1 gedraftet. Ne, an der 2, sorry. An der 2 hat man ihn gedraftet. Und er hat einfach einen Riss der rechten Achillessehne und seine Saison ist einfach vorbei. Seine Saison ist einfach noch vorbei. Und viele haben schon damals gesagt, oh, sollten die Celtics nicht statt Lockhart lieber Victor Sampson holen? Ich denke, jetzt spätestens jetzt kann man sagen, nein, das war die absolut richtige Entscheidung, Lockhart zu holen. Kann niemand mit rechnen, ne? Wahrscheinlich in der Summer League oder sowas passiert. Aber Victor Sampson, bevor er überhaupt in die NBA kam, erstmal mit einer richtig dicken Verletzung. Ne? Ja, bitter für die Pelicans. Bitter aber auch für uns, dass eben Stephen Curry jetzt erstmal ausfallen wird. 4 bis 6 Wochen. Campazzo wird erstmal reinrotiert, logisch. Ja, wir könnten natürlich mit Beal starten, das will ich aber tatsächlich nicht. Auf der Guard-Position haben wir gar nicht so viele Alternativen eigentlich, ne? Ich meine, er kann Shooting Guard spielen. Royce O'Neal. Wir haben natürlich TJ McConnell. Der wird dann natürlich jetzt starten. Dann kriegt der nämlich 24 Minuten. Bradley Beal kriegt ja eh seine Minuten hier, ne? Und dann haben wir halt nochmal ein paar Minutes. Die könnte man natürlich theoretisch wirklich Campazzo erstmal geben, ne? Dass man sagt, ja komm, 10 Minuten kriegst du. Und dann wird erstmal TJ McConnell hier starten, ne? Bitter für uns, kann man aber jetzt erstmal nicht ändern. Und ja, Leute, ich würde auch sagen, mit der Opening Night verabschieden wir uns auch fürs Erste, ne? In der nächsten Folge gehen wir dann so ein bisschen rein, richtig in die Saison starten, richtig rein, gucken mal, was so geht. Eure Losch meldet sich ab und bye bye.